So, liebe Leute, weiter geht es hier bei Sniper Ghost Burial Contracts 2. Ich habe ganz kurz ein bisschen rumexperimentiert hier auf der Karte. Ein, zwei Sachen sind mir noch nicht ganz klar. Aber das Spiel ähnelt teilweise wirklich eher diesen Hitman-Sniper-Karten. Ja, wir können bestimmte Sachen oder müssen bestimmte Sachen erstmal so ein bisschen observieren, rausfinden und so weiter und so fort. Und das ist ganz cool. Macht einfach wesentlich mehr Spaß als Teil 1, finde ich. So, ich habe inzwischen auch das hinbekommen, dass mir die DLC-Packs vom Vorbesteller-Bonus und so freigeschaltet wurden. Wir gucken nochmal die Bewaffnung rein. Ich habe schon ein paar Skins hier raufgeballert. Ja, aber im Endeffekt sind die jetzt freigeschaltet worden, ja. Verzerrte Wüstentarnung hatten wir gefunden. Und die anderen hier sind über die Vorbesteller- bzw. Deluxe Edition-Dinger freigeschaltet worden. Jetzt muss ich mal gucken, wir hatten auch ein paar zusätzliche Waffen. Wir hatten aber noch keins mit langer Reichweite, ne? Reichweite. Warte mal, leichtes. Eine schwere brauchen wir schon. Wir haben jetzt ziemlich, hohe Reichweiten. Wir haben auch nur 9000 Öcken, wir haben also sowieso nicht viel Geld. Die Waffe hier hatte ich jetzt auch noch mitgenommen. Hat man da schon irgendwas freigeschaltet? Tarnung erstmal mit drauf. Ja, und das ist richtig geil. Also das Spiel macht richtig, richtig Spaß, muss ich wirklich sagen. Standardmagazin, lassen wir erstmal alles so, lassen wir erstmal so. Was ich jetzt machen wollte, ist eigentlich die Explosionsmunition mal mitzunehmen. Sprengkugel. Um zu gucken, ob das für die Herausforderung reicht, da wir das erste Ziel auch mal mit einer Explosion töten müssen. Also die ersten paar Runden hier ist sowieso viel Experimentieren angesagt, ne? Und hier haben wir das. Lauf hatten wir alles schon gecheckt, ne? Mehr oder weniger. Ja, wir können reingehen. Ich hatte zwei Sammelobjekte schon gefunden jetzt auf der Karte. Ich versuche das im Video auch schnell zu zeigen, wo sich das dann befindet. Aber das macht richtig Spaß. Wir starten nochmal hier oben an dem Punkt, wo wir gleich eigentlich auf das zweite Ziel treffen, auf das erste Ziel treffen. Und wir nehmen jetzt mal kurz den Schwierigkeitsgrad, sodass wir erstmal ein paar Punkte sammeln können. Und ich möchte irgendwie rausbekommen, wie ich diesen roten Punkt ausschalte. Wir gehen jetzt also mal einen Schwierigkeitsgrad niedriger. Ich cutte das Video hier gleich raus. Ach, zwei Sachen wollte ich noch ändern. Sekunde. Einstellung, Steuerung. Ich muss kurz die Waffenumschalterei ändern. Nebenwaffe ist 6 und Sekundärwaffe ist 4. So, komme ich besser mit klar. Das ist in vielen Spielen dann ähnlich. So. Aber meine Duckentaste und Atemanhalt-Taste, die habe ich jetzt in diesem Spiel anders belegt, als ich sonst jahrelang gewöhnt bin. Und wir kommen hier theoretisch auch durch den Helm. Bam, bam. Wir looten ihn, wenn wir das Ziel versucht haben abzuschießen. Control, it's Raven. I'm in position above the port. Copy that. Plan your shots carefully. Zaza is likely to run if you miss. So no alarms? Well, not before Zaza is dead at least. So, paar Sachen habe ich schon rausgefunden. Und zwar für die Herausforderung müssen wir teilweise wirklich Sachen triggern. Wir haben für jedes Ziel mehrere Herausforderungen, ja. Die ersten Herausforderungen bis hier sind für das erste Ziel. Na, und wir haben bei jedem Ziel fast eine Herausforderung. Alle Feinde töten, ohne entdeckt zu werden, also ohne Alarm auszulösen und so weiter und so fort. Einmal während der Flucht zu töten, am Bürofenster zu töten, ohne Alarm auszulösen. Also ihn zu töten, wartet mal. Ach so, dann darf auch nach seinem Tod wahrscheinlich kein Alarm ausgelöst werden. Und mit einer Explosion. Das wollte ich mal kurz gucken, ob das als... Hier, verwenden Sie explosive Scharfschützengewehrmunition. Das wäre das Einfachste, ne? Um das zu machen, sind 5000 Öcken und alles drum und dran. Hinter dem
Container befindet sich eigentlich das Büro. Ne, hier oben kann man ein paar Sachen, glaube ich, triggern, dass er ins Büro geht. Während der Flucht fährt er dann hier irgendwie raus. Und hier ist so eine Schranke irgendwie. Also ich weiß nicht, ob es eine Schranke ist oder so. Ich dachte erst, man kann das irgendwie abballern, dass das hier runterkommt. Ne, ich habe versucht, da irgendwie diese roten Dinger zu zerschießen. Noch habe ich es nicht geschafft. Vielleicht braucht man da Spezialmunition für. Aber hier kann man wirklich wie in Hitman auf diesen Sniper-Karten dann viel experimentieren. Ja, irgendwelche Events triggern und so weiter und so fort. Control. Das ist Ziel. Confirmed. That's Antoine Zaza. At this distance, it's not gonna be easy. Even with all this. Und wir schalten erstmal nur den Sniper aus und dann versuche ich das mal mit der Scharfschützen-Munition. Ich gehe mal auf 1000 Fuß. 1000 Meter. So, der ist 1100 Meter weg. Ich muss gerade gucken, wo ist denn 1100? Da ist 1100. So, und der rote Punkt, kann man den jetzt irgendwo... Der ist jetzt auch nicht an, der rote Punkt. Wie kann man den denn anschalten? Kein Zubehör. Auf den Schwierigkeitsgrad, ne? Zumindest in der Trainingsmission war dann einfach so ein kleiner roter Punkt. Der dann wirklich eigentlich genau zwischen den Dingern immer so gezeigt hat, ne, wo man hinziehen muss. So, dann machen wir das ohne. Das ist ja gut. Wir wollen ja auch den roten Punkt nicht. 1110 Meter. Das ist noch ein Headshot gewesen. So, wo ist unser Ziel? Ich muss mal kurz die Munition umschalten. Sprengkugel. Und dann verdünnivisieren wir uns einfach, denn es bringt halt keine Punkte zusätzlich Gegner auszuschießen, auszuschalten. Da ist was blau. Tja. Und hier steht nämlich irgendwo sein Auto auch hinter. Irgendwo steht sein Auto hinter. Auf der Flucht töten. Oder man muss gucken, dass er möglichst weit weg ist. Dann triggern. Und hier kann man ja halbwegs daneben schießen. Also gucken wir mal, ne? Ob das irgendwie was wird. Oh. Jetzt hat's ihn getötet. Target splashed. Zarza is down. Impressive. Weg. Weg, 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 weg. Besides, this op is off the books. Nothing here you can claim. Echo 2 to HQ. We have him. Awaiting permission for mortar fire. Clear. Das könnte sogar als Explosion und auf der Flucht. Ha! Er hat sogar gezählt als zwei Sachen, oder? Mit einer Explosion. Naja, so easy, was Mike mit dem Kopf mit dem Auto. So einfach. Alarm auslösen, töten. Und mit Explosionsmunition. Easy peasy, okay, alles klar. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Ziel. Ne, ich wollte... Wie kann man denn hier wechseln? Wie kann ich das hier wechseln nochmal mit... So. Normale Munition, komm. Jetzt kommen auch ein paar Gegner. Wir hatten in der letzten Folge, ne, hier oben lag die Tarnung, wer das nicht gesehen hat, eine Waffentarnung, diese Wüstentarnung. Wir gehen erstmal weiter, wir beenden hier nicht. ich bin hier ins Wasser gesprungen. Jetzt kommen hier nochmal ein paar Gegner. Die sind beide auch alleine. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Lockstein, ich klick's nur einfach nochmal weg, dass es weggeht.
Und darf auch nicht vergessen, das hatte ich beim ersten Mal so vergessen, wir haben die Thermalsicht inzwischen. Sollten wir dann einfach ab und zu auch nutzen. Wir quatschen hier, glaube ich, kurz. Dann können wir ihn noch mal befragen. Kann sich nicht um die... Man kann nicht so rum... na, was wollte ich sagen? Man kann nicht rum... Wie heißt das? Lehnen. Sich lehnen. Lehnen kann man nicht. So, der eine geht sowieso gleich weg. Genau. Schnell verhören. Please, don't kill me. Then tell me where the other soldiers are. Yeah, that way. Wir sind schon fies, ne? Da verrät er uns schon, wo alles ist und trotzdem... So, Munition plündern. Sammelobjekte. Das Tutorial ploppt wieder auf. Genau, dann kann ich es auch nicht vergessen. Mein Gott, zack. Hier lag das erste Sammelobjekt. Hier oben drauf. Das Buch. Irgendein Buch. So. Jetzt haben wir da unten einen Haufen Gegner. Wenn ich von hier mit dem Scharfschützengewehr schieße, dann hören die das. Wir gehen einfach mal dicht daran. Wir gucken mal. Vielleicht können wir ein, zwei Gegner im Nahkampf ausnocken. Das bringt auch nicht groß Punkte zwischen diese Zwischenlager irgendwie. Na, die Punkte kommen über die Herausforderungen und über die Ziele. Also das ist das, worüber man Sachen freischaltet. Alles andere ist einfach Spielerei. Wir müssen mal gucken, hier vorne war gleich einer. Zwei sind da sogar. Können wir jetzt einen rauslocken hier? Reicht nicht. Doch, der kommt. Geh mal weiter. Weiter gehen. So. Ja, es hat nicht gereicht. Romeo 3 to base. We have enemy fire somewhere near. Over. Charge! Roger. Alerting near. Oh, oh, wir sind ziemlich dicht, ne? Wir sind ziemlich dicht. Granate. Wir schmeißen Granaten, ne? Das haut rein. Ach Gott, der ist direkt hier vorne. Ich habe die falsche Entfernung eingestellt, ne? Direkt schon hier vorne. Aber man kann sich, wenn man zoomt, kann man nicht bewegen.
Warum kann ich mich nicht nach links und rechts bewegen, wenn ich zoome? Das ist ja auch ein bisschen blöd. Nein, schon wieder Granate. Wir nutzen mal einmal eine Heilung, ne? Komm, verbinde dich mal. Nein! Oh! Das war auch alle. Nein, falsche Waffe. Auch alle! Hätte die Waffe mal nicht nachgeladen. Anfängerfehler. Der absolut tödliche Anfängerfehler. Komm mal, Munition müssen sammeln hier. Viel haben wir ja nicht an Munition. Haben wir uns wenigstens verbunden? Ja, wir sind wieder bei fast voller Gesundheit. Da ist schon der nächste. Hier hätten wir doch noch einen weg. Da liegt noch einer. This is Whiskey 3. We lost the enemy. Awaiting instructions. Oh, die haben die Fährte verloren. Hier ist Funkgerät irgendwie, ne? Ist das, kann ich das einsammeln? Rüber hier. Junge. Was passiert denn? Ausschalten. Haben wir noch irgendwo einen? Wir werden ja alle markiert durch das Verhör. Okay, das Lager ist erstmal clear. So, das andere Sammelobjekt lag hier hinten bei dem Boden. Haben wir irgendwo Munitionskisten? Also hier lag auch ein Sammelobjekt, auch irgendeine, irgendein Magazin hier. Diesen Kisten. Wir hatten doch hier noch einen weggenübbelt. Wo ist er denn? Oh. Dann ist es so. Hier, das ist Munition, oder? Ja, Munition aufhängen. So, dann geht's weiter. Auf zum britischen SIS-Soldaten. So, bis hier war ich schon mal. Und jetzt ins Neuland. Kann man wahrscheinlich auch komplett umgehen, ohne da irgendwas zu töten, ne? Möglicherweise. Ach, viel Munition hat man wirklich nicht, ey. Muss man alles erst wieder skillen. Ja, man muss sich erstmal wieder die ganzen guten Sachen wieder rausskillen. Die Grafik, ey, ist das krass. Oh, da bewegt sich was. Ja, man kann sich in dieser Fernglasansicht wirklich nur wenig bewegen. Da war doch was. Da ist einer. Alleine? Wir schmeißen mal einen Stein. Kann man hier so ein bisschen weglocken? Hat ihn nicht interessiert. Hat den immer noch nicht interessiert. Wir gucken mal, wie dicht wir rankommen. Aber ich höre was quatschen, da sind zwei. Oder? Nee.
Ach, hier oben steht er noch. Guck mal, da steht einer. Oh, der hat mich getroffen. Dammit, da sind mehr, da sind mehr, da sind noch mehr. HQ, we have eyes on Tango. Granate. Oh, der kommt aber auch nicht aus dem Arsch, Leute, ey. Hier ist irgendwo einer, sehe ich nicht. Da irgendwo, da irgendwo, da irgendwo, da irgendwo. Schnell verbinden, schnell verbinden. Die schmeißen auch mal Granaten um sich, alter Schwede. Das ist, Hat er mal für eine Range eingestellt, okay. Jetzt kann ich auch. Ach so. Wenn ich zu dicht reingezoomt bin, kann ich wahrscheinlich nicht mich bewegen. Ich höre hier irgendwo einen. Da ist er. Es ist Ruhe eingekehrt, ne? Okay, jetzt nachladen. Hört man noch was? Hört man noch was? Nein. So, Munition aufsammeln. Tschuh, das ist aber auch eine blöde Ecke hier. Da kommen wir noch nicht dran vorbei irgendwie, ne? So. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Leichen liegen lassen, denn ich habe keinen Bock jetzt da zurückzurennen. Ah, hier könnte man schön ein bisschen was mit Explosivfallen machen, damit der Drohne oder so, dann, wenn man hier im höheren Schwierigkeitsgrad spielt. Okay, sind wir durch. Denke ich jetzt mal. So, wo ist denn jetzt der zweite? Was ist denn da noch markiert? Das sind Leichen, glaube ich, ne? Das sind einfach noch... Ach ja, genau. Das sind noch un... Ah, auf der Karte. Ungelootete Leichen. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Alter Schwede. Vermutlich. Warte mal, da war irgendwas. Das sind die. Das sind die Marker, diese gelben Dinger für die Sammlerobjekte. Ja, wenn das so aufblinkt, sind Sammlerobjekte in der Nähe. Ah, ist nicht so berauschend hier. Zurück nachher hoffentlich. Spring runter. Komm mal jetzt runter. Ah, okay. Nee. Nee. Hoch da. So. Ne? Und jetzt sieht man auf der Minimap da auch so einen gelben Marker. Das heißt, hier ist irgendwo Sammelobjekt. Hier, einsammeln. Was ist das? Sammelstück gefunden. Muhammad Tirandas, der Bogenschütze.
Und das andere Sammelobjekt wird dann in Richtung des anderen Ziels sein. Dass diese Höhlen so unbewacht sind, ne? Ist auch krass. Hier ist nochmal was gelb. Trau den Frieden hier nicht, liebe Leute. Man hat auch keine Drohne. Wir brauchen erstmal irgendwann die Drohne wieder. Guck mal, da geht's nämlich schon los. Der ist ziemlich mutig, ne? Der kommt jetzt ziemlich weit nach vorne. Vielleicht kommen wir an den ran, ohne die anderen zu alarmieren. Den gern erstmal vernehmen. Dann markiert er vielleicht die anderen Soldaten wieder. Die Patrouille. Where are they? Coming to kill you. Not if I kill him first. Yeah, dude. Hat er alle markiert jetzt? Irgendwo? Es ist einer mehr markiert, als ich markiert hatte, ne? Also scheinen hier nicht allzu viele zu sein. Okay. Dann sind das vielleicht wirklich nur diese drei. Oh, hier ist irgendwie ein Baumstamm. Ich lach mich kaputt. Das ist ja. Auf die Entfernung ist die Waffe ja echt der letzte Crap hier. Junge. Ich hab, glaube ich, ein ganzes Magazin in die Luft geballert. So. Jetzt müssen wir Mühe geben hier. Da ist wieder ein Sammelobjekt irgendwo. Zwei fehlen mir noch. Na? Nee. Ich wollte ihn plündern. Nicht meine Waffe tauschen hier. Was haben wir jetzt gewechselt? Alles gut. Hier ist nochmal Munition. Aber eigentlich haben wir genug. Wir heben uns das mal auf, falls wir hier zurück müssen. Aber hier ist das Sammelobjekt. Auch. Hier unten, oder was? Hier. Nee. Da. Mitten im Dreck. Die Geschichte von der Wolfsbraut. Und jetzt fehlt noch eins, ne? Sammelobjekt. Ja. Novikovs Notizbuch. Gut, dann jetzt auf. Wir haben noch Zeit. Wir schaffen noch das Target. Denke ich mal. Werden wir auch mit Explosivmunition machen. Das ist auch bei diesem Target eine Herausforderung gewesen, ne? Ganz schnell gucken. Herausforderung. Mit einer Explosion. Und den Konvoi aufhalten, bevor er den Aussichtspunkt erreicht. EMP-Kugeln haben wir nicht bei. Na, mal gucken. I'm approaching the Overwatch for Payne's training camp. Roger, Raven. Do this quietly.
If you alert them, you're going to be knee-deep in hostiles. Payne has sniper training too, so expect the worst. Yep. It's always tricky without a flanker guarding my back. Do it smoothly, and you won't need one. Okay, das ist das Trainingslager. Das ist schon ein bisschen weiter weg als das erste, ne? Wir nähern uns schon die 1500 Metern hier. Krass, ey. Irgendwo ist garantiert ein Sniper. Mann, das ist ein Sniper. Da kommt man ja auch mit der Drohne nicht ran, ne? Also das wird ja dann auch nie was mit Drohne aufklären. Was ist denn das nochmal? Ein Generator? Können wir Strom ausschalten? Da ist er, ne? Nee. Erstmal aufklären, aufklären, aufklären. Da oben ist nichts. Gar nichts, oder? Und von welchem Konvoi ist die Rede? Ey, das ist aber richtig geil gemacht. Das ist eine Mischung aus... also hier ist viele Elemente von Hitman mit drin. Richtig cool. Noch ein Sniper, das ist auch gut. Wir müssen gleich als erstes mit weg dann. Da ist er, oder? Immer noch nicht. Wo ist denn der Boss? Guck mal, da läuft jetzt was. We have audio feed. Control. I have eyes on the primary. Do you have a shot? Negative. He's moving too much. I keep losing visual. Hard to hit a moving target at that distance. Yeah, I need to get him in a good open position. Preferably not moving. Any thoughts? Not yet. I'm working on it. Wait. Copy that, Raven. Antenne. Vielleicht kriegen wir einen Hinweis. Meter sind wir schon, ey. I'm thinking that car lift might be useful. Car lift? How? Dropping it will get their attention. Maybe even Payne himself. Or it might alert them. Your call. Na, da läuft er erstmal in Richtung... So, 1500 Meter, alter Schwede. So. Das sind 1300. Wir müssen ein bisschen runtergehen. 1300. Ach, hier sind zwei so eine Rampen. Wahrscheinlich das ist eine. So, wo geht er denn hin? Wir haben halt vergessen. Wir müssen die Sniper ausschalten. Sonst hauen die mich gleich weg. Wir gucken mal, wohin geht er. Raven, listen in. Do I have your attention? We are the hope of Quamar. The Quamarian Army of Freedom. We will be the liberation of this forsaken country, surrounded by enemies since the day it appeared on the map. It's high time we end its oppression. Mhm. So, wir müssen erst die Scharfschützen ausschalten. So, das sind fast 1400, ja? Oh, der wird dann ja schwindig bei der Kamera. Oh, das war kein Headshot. Aber es hat ihn ausgenappelt. So, der andere war hier oben irgendwo. Da... So, 1450. Wenn er abkniet. Da kniet er ein bisschen länger, ne? Da kniet er ein bisschen länger.
Doch, das reicht. Es reicht. Okay. Los. Knie ab. Na, jetzt habe ich mich... jetzt habe ich wieder... Na, dann ist die Skala gleich anders. Kann ich dich da ranzoomen, sonst müsste ich nochmal umschalten. Komm, Headshot. Jawohl. Hauptsache, er bleibt oben liegen und fällt nicht runter. Nachladen. Nachladen, nachladen, nachladen. So, wo ist unser Boss? Er geht da wieder zurück. Ey, ob das funktioniert wie bei Hitman, wenn einer vor so einer Ding steht und man den da reinschießen kann? Boah, ich muss ja noch ganz viel experimentieren. Was ist hier? Warum bist du nicht auf Patrol? Wir sind, Sir. As a matter of fact, we're just about to start. Are you really? What's with the notepad then? Sketching the landscape? We're just going over the daily orders and the route. You'd better be. Schon wieder 1400, ey. 1400. 1400. Hab ich Explosivmunition drin? Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich gewechselt auf Explosivmunition. Das ist zu weit weg. Und da steht genau dahinter. Mann, Leute, da muss man ein bisschen überlegen hier, glaube ich. Wenn man die Herausforderung macht. Aber wir brauchen ja nicht alle auf einen Schlag machen oder so. Was haben wir da jetzt für eine Entfernung? Jetzt sind es wieder 1300, ne? Jetzt müsste ich wieder unterschalten. Rashida's training program screwed. Mit. Confirmed. Good kill, Raven. Always. Mit Dingsbums. Explosivshots. Komm. Wir brauchen zwei Treffer. Yes. Komm. Plopp auf. Hä? Ploppt da nicht mehr auf? Doch, mit Explosion. Sehr schön. Haben wir schon ein paar Punkte wieder. Und wir werden jetzt auch die Mission verlassen und uns erstmal wieder ein bisschen upgraden. Hä, von wo sind wir denn? Ach, von da unten waren wir gekommen. Und hier oben ist ein Exfiltrationspunkt. Das passt doch. Dann gehen wir auch raus. Und schau mal, was wir uns davon leisten können, alles dann. Wir haben bestimmt 4 oder 5 Punkte jetzt. Haufen Knete. Also auf jeden Fall erstmal die Drohne. Ich brauche die Drohne. So, 5 Punkte bekommen. Das heißt, wir haben insgesamt schon 7 Token. Was sind denn das hier für Dinger? Ah, das sind nochmal extra Token wahrscheinlich für Kopfgeldjäger oder so. Ne, hier gibt's kein Kopfgeld. Herausforderung 18. Sammelobjekte. 2 von 5. Ach so, weil ich vorhin schon 2 geholt habe. Okay. Karte fortsetzen, Bewaffnung. Ey, ach so, wir können direkt. Wenn sie Waffen eine, verlieren sie Ausrüstung, die sie während der Mission eingesammelt haben. Leistung. Kopfschüsse. Ach, das gibt nochmal ein bisschen Knete dazu. Aber halt nicht die Tokens, ne? Weiterster Kill. 1, 4, 50. Kills zu Sprengwaffen, Stealth Kills. Keine Ladepunkte verwendet. Gibt einen Haufen Knete. Guck mal an, ne? Befragte Personen. Ist ja ekelhaft. Ein Zahn. Ist ja. Ach komm, man kann sogar ein bisschen. Geld kann man so ein bisschen farmen, sag ich mal, ja. Aber das ist lächerlich, ne? Im Vergleich zu den, sag ich mal, Dingsbums. Aber wir gehen raus. Weil wir machen eh Schluss dann. Wir gucken uns jetzt nur an, was wir kaufen. So, Bewaffnung. Wir brauchen
The Drohne. Yes, 27.000, aber das ist sie einfach mal wert. Kaufen. Jo. So. Hier können wir ja noch nicht wirklich mehr freischalten, oder? Wonach geht denn das? Nach Knete, ne? Ich schon wieder, ich verklick mich hier tausendmal. Guck mal, hier braucht man nämlich so einen Punkt. Informationstokens heißt das Teil, okay. Mittleres Scharfschützengewehr. Laut. Aber es gibt nicht wirklich so einen Reichweiten... Dingsbums, ne? Also, ich denke mal, unterm Strich kann man alle weit schießen. Leichtes, mittleres. Unser erstes ist ein schweres. Mittleres. Das ist nochmal ein schweres. Ah, guck mal, eine schöne hohe Schussrate. Und der kann alles an Munition tragen. Ah, guck mal, rechts ist nämlich dann immer die Munition, die möglich ist. Okay. Der Bogen. Ist auch ganz cool eigentlich, ne? Ach so, der heißt sogar Rambogen. Jetzt verstehe ich es erstmal. Rambogen. Okay, das ist mir letztens gar nicht aufgefallen. Gas- und Explosivpfeile. Nebenwaffe. Ne, wir heben uns das Geld auf. Wir gehen mal bei Entwicklung noch rein. Was wollte ich denn skillen? Diese Giftdinger sind auch cool bestimmt. Die Drohne ist mit einem einfachen Betäubungsgewehr ausgestattet. Es verschießt kleine Giftpfeile, die Schutzkleidung durchdringen können. Schwere Feinde sind immun. Ich muss das einfach testen. Das müssen wir einfach mal testen. Nein. Lockmodul, nein. Nein. Hier. Raven ist schwieriger aufzuspüren. Damit würde ich wahrscheinlich anfangen. Mehr Pistolenmunition. Kevlar-Anzug. Schwieriger aufzuspüren. Keine Geräusche. Klein bisschen mehr Tarnung erstmal. Pistolenmunition, Scharfschützengewehr, Spezialmunition. Nee. Schaltet 36-fach des Fernglases sowie eine kontinuierliche Zoom-Funktion für alle Optiken frei. Kontinuierliche Zoom-Funktion. Ach hier, Schwachstellen von Fahrzeugen und Minen. Nähern Sie sich Minen vorsichtig an und benutzen Sie Z, um sie zu entschärfen. Blickfeld feindliche Scharfschützen. Reduziert Fallschaden. Ausdauer regeneriert sich schneller. Erlaubt beim Kriechen schnellere Bewegung. Tja, wo fängt man an, ne? Gar nicht, wo man anfangen soll. Hey. Zack. Machen wir halt so, ne? Mehr Zoom. Und bisschen Ausdauerregenerierung. Ja, cool. Tagebuch. Wir gucken mal rein. Was haben wir denn hier so? Gesundheit, Ausdauer, Nahkampf, Waffenrad, dynamisches Fadenkreuzsystem. Mich würde interessieren, wie man jetzt in dem Modus diesen Rotpunkt ein- und ausschaltet. Müssen wir mal wirklich googeln, Leute. Kopfgeldziele und Rivalen. Eieiei, Auftragsziele. Ach so, hier so ein bisschen einfach Hintergrundwissen. Ja, das sind die vier Sachen, die haben wir schon freigeschaltet. Statistik. Was haben wir denn hier? Ach, eine globale Statistik ist das.
Wie viel wir insgesamt schon verdient haben. 8 Tokens, okay. Es gibt also insgesamt 4 Kopfgelder. Ganz schön wenig, ne? Gibt 4 Kopfgelder, das ist ganz schön wenig. Das ist ganz schön wenig. Egal. Es macht unheimlich Spaß. Und diese neue Mechanik mit diesen Plätzen, wo man dann wirklich nur sniped, das ist richtig geil. Das ist ja mal richtig geil, liebe Leute. Gut, ich werde noch ein bisschen experimentieren. Und wir werden aber auf jeden Fall im Video dann das nächste Ziel machen, dass wir die erste Karte erstmal fertig haben und weiterkommen auf die nächste Karte. Wir arbeiten uns dann erstmal durchaus im zweiten Schwierigkeitsgrad erstmal durch die Story durch oder so. Mal gucken. Ne, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wieder einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.